Hey ho, meine Lieben. Ich hock hier bequem noch in meinem Sessel und das heißt, es gibt heute ein Küchenvideo mit Schatzi und wir machen, oder Schatzi macht uns einen leckeren Gnocchi-Auflauf. Habe ich das richtig gesagt? Gnocchi heißt es. Gnocchi. Gnocchi-Auflauf. Naja, mit Hackfleischsoße und. Wie gesagt, Leute, bei mir gibt es Videos, wenn wir was zum Essen machen. Das Wochenende war nichts zum Grillen geplant. Einzig und allein jetzt das in der Küche. Also machen wir ganz einfach ein Küchenvideo. Und ihr glaubt gar nicht, was ich habe tun müssen, um Schatzi zu überreden, dass ich mitfilmen darf. Ja, die hat ein Abo für Disney Channel gekriegt von mir. Gut, hoffentlich gucke ich jetzt nicht zu viel Videos auf Disney Channel. Weil sonst wird es nichts mehr mit den Videos. Mhm. Aber jetzt gehen wir rüber und gucken, was er dazu alles an Zutaten hat. Attacke. Hier wird schon mal Hackfleisch angebraten. Wie viel sind es oder wie viel ist das? Oh, knappes Kilo. Knappes Kilo Hackfleisch. Und Moment. Zwei Zwiebel Knoblauch. Ja. Tomatensoße. Also so Tomaten in Stückchen. Gut. Da brauchen wir noch Salz, Pfeffer, Paprika, Gewürze. Wie zum Beispiel Kräutersalz oder italienische Kräuter. Je nachdem, was er zu Hause hat. Italienische Kräuter habe ich irgendwo. Ja. Da haben wir ja welche. Jawohl. Und dann brauchen wir nachher noch den Hauptdarsteller, die Gnocchi. Na, da bin ich ja gespannt drauf. Also das Video ist natürlich wieder etwas anders, weil Schatzi macht und ich halt ab und zu rüberfetz und einfach mitfilm. Mhm. Aber das wird nichts an dem leckeren Ergebnis ändern, weil Schatzi macht es einfach immer hervorragend. Hackfleisch schön anbraten. Mittlerweile sind die Zwiebeln schon mit drin und Gnocchi haben wir auf die fertigen zurückgegriffen. Ganz einfach, weil wir absolut keine Zeit wegs Arbeit gehabt haben, da irgendwelche selber zu machen. Naja. Wird auch gehen, wird mit Sicherheit auch lecker werden. Jetzt habe ich es verpasst. Schatzi hat angefangen zu würzen. Was hast du da gerade alles rein? Italienische Kräuter, ja. Salz, Pfeffer, Paprika. Jawohl. Jetzt noch ein bisschen in braunen Zucker. Ja. Jetzt gucken wir, dass das noch ein bisschen Farbe kriegt. Und du schmeißt hier alles daneben. Aber ich kann gleich mal probieren. Mhm. Ja. Gut. Hier herüben habe ich gerade gesehen, steht schon die Auflaufform. Leute, man könnte das natürlich nachher auf den Grill stellen, aber nein. Schatzi macht heute ein Küchenvideo. Was? Sag das nochmal, während ich nochmal das geile Fleisch hier zeige. Ich wurde gezwungen. Du wurdest gezwungen? Wie denn? Ich wurde einfach gezwungen. Du wurdest einfach gezwungen? Wie denn? Ja. Ich wurde einfach gezwungen. Ja, wie denn? Entweder ich koche heute da drinnen oder du kriegst nie mehr was für mich. Nur gut, dass ich vorher schon gesagt habe, wie ich sie dazu gebracht habe. Ja. Schatzi ärgert mich natürlich auch sehr gerne. So wie ich sie ärgere. Mhm. Na, einen ordentlichen Sput Tomatenmark mit rein. Der darf natürlich nicht fehlen. Und jetzt war das schnell dabei, das hätte ich nicht auf. Jawohl. Und natürlich auch schön mit unterrühren und anschmurgeln. Dann kommen auch gleich die stückigen, geschälten Tomaten mit rein. Ah, und das unten am Boden von der Pfanne, das löst sich jetzt wieder. Sehr schön.
Somit haben wir ordentlich Röstaromen damit drin und das wird sehr lecker werden. Das Ganze wird jetzt noch mal so 20 Minuten geköchelt. Warum, mein Schatz? Ja, dass das Hackfleisch gut durchkocht ist und damit die Tomaten auch ihren Geschmack entfalten können. Das ist nicht in 2 Minuten passiert. Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Schatz sagt, probier mal, das mache ich doch glatt. Sagt, probier mal, tut aber dann gleich sofort, nachdem ich mir den Löffel geholt habe, Salz und Pfeffer noch rein. Ohne dass ich vorher probiert habe, aber... Ja, schmeckt schon sehr lecker. Und jetzt kommt noch irgendwas mit rein. Moment. Halt, warte auf mich! Und was haust du da jetzt noch mit rein? 2 Löffel Creme Fraiche. Okay. Gut, wunderbar. Und noch ein bisschen weiterköcheln? Ein bisschen weiterköcheln und ich glaube ein bisschen zu dick, das Ganze. Okay. Weil ich habe ja jetzt keine Flüssigkeit drin. Das sind jetzt ja nur Tomaten und Tomatenmark und Hackfleisch. Also ich habe ja noch keine Flüssigkeit dazu. Doch, vorher hast du einen klitzekleinen Schluck. Ein Mini-Schluck Wasser. Und ja, um die Dose auszuspülen. Ja, und jetzt ist das ganz schön eindreduziert. Okay. Ja, dann mach das einmal. Und nachher schauen wir zu, wie die Form gefüllt wird. Furchtbar. Ich bin am anderen Video bearbeiten und Schatzi fängt schon wieder ohne mich an, ohne Cam. Tust du die jetzt so wirklich richtig schön mit der Hand da reinschichten, oder was? Ja, was soll denn jetzt sonst machen? Hätte ich sie nicht kippen sollen? Ja. Sieht sie aus wie ein wilder Haufen. Ja, was liegt hier? Mozzarella. Mozzarella! Oh! Und was ist mit den Barilla? Die brauche ich gleich nochmal. Ach, die kommen auch noch mit rein? Nee, die kommen nicht mit rein. Wo kommen die dann hin? Das gibt ein extra Essen, weil das ja die Soße ja für viel zu viel ist. Ah ja, okay. Also Leute... Oh, gerade noch, schau. Genau aufgegangen. Wunderbar, wunderbar. Wie gemessen. Also, eindeutig, die Soße ist für ein Essen... viel zu viel. Sprich, wir haben wieder mal für mehrere Tage Essen. Nein. Nein? Weil unser Finipool, da weiß ich jetzt eben nicht, ob der die Gnocchi mag. Und wenn der die nicht mag, dann kriegt er was anderes. Okay. Jo. Schön bedeckt die Gnocchi mit der Hackfleischsoße. Ist das eigentlich jetzt schon eine Bolognese-Soße? Kann man das fast so sagen? Ja. Ja. Jetzt kommt der Mozzarella ins Spiel. Ah ja. So machst du das. Jo, 2 so Mozzarella da drauf verteilt. Mhm. Kommt da noch was drauf? Nö. Bitte? Nein. Nein, das war's. Das ist ja im Prinzip wieder ein sehr einfaches Essen, aber ja, auch ein sehr leckeres. Wie geht's jetzt weiter? Das backen wir jetzt 20 Minuten. Das heißt, bei wie viel? Shit. Ja, bei 180 Grad. Bei 180 Grad. Wie viele Minuten hast du gesagt? 20 Minuten, bis halt fertig ist, Mensch. Also, ihr habt es gehört. Bei 180 Grad 20 Minuten, bis es halt fertig ist. Mhm. Also, selbe Aussage, wie ich getätigt hätte, so ungefähr. Ui, und dann machst du gleich das nächste? Hau doch jetzt du mal in. Nein! Ich hab dich bestechen müssen, dass ich mitfilmen darf und jetzt filme ich alles mit. Ah, naja. Ist es dann nicht zu wenig Flüssigkeit? Die Nudeln müssen sich doch vollsaugen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das weißt du jetzt noch nicht? Das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Ja, ich habe gerade hier nämlich meinen Dutch Oven im Hinterkopf.
wo ich damals diese Rouladen, Schichtrouladen gemacht habe mit dem Reis, wo man hinterher zu wenig Flüssigkeit drin war. Da war nicht zu viel Flüssigkeit, zu wenig Flüssigkeit. Bei den ersten Schichtrouladen, die ich gemacht habe. Oh mein Gott, dann ist es wenig. Dann essen wir halt die Nudeln. Naja, aber so werden jetzt noch die Reste auch noch verarbeitet. Jetzt seid doch ein bisschen flexibel. Okay, das kommt dann auch einfach noch in den Ofen mit rein, oder? Das schiebe ich jetzt mit rein, da haue ich jetzt noch. Was haue ich denn dazu rein? Funduskäse. Oh, jetzt ist oben. Ja, jetzt könnte es fast trocken werden. Ich habe oben zu wenig Flüssigkeit. Ja, dann einfach noch ein bisschen Wasser drüber kippen. Nee, ich kippe kein Wasser drüber. Ich mache jetzt ein bisschen Creme Fraiche drauf. Experimentalküche. A la Grilljunkie machst du also. Du machst doch nicht anders. Habe ich jetzt schon so auf dich abgefärbt? Leider. Ja, leider, sagt sie. Jetzt brauche ich einen Käse. Käse. Was wuchtest du da jetzt für einen Kühlschrank-Fundus-Käse drüber? Den habe ich gestern gekauft. Das ist kein Kühlschrank-Fundus. Wenn ich jetzt nicht aufhörst, dann scheppert's. Oh Mann. Und was ist das für einer? Ganz normaler Käse halt aus dem. Ah, hier so mit Loch mit Geschmack drumrum. Okay, alles klar. Also wie gesagt, das kommt dann auch mit im Backofen. Und hinein damit. Leute, ich sag's euch, das sieht mal richtig lecker aus da drin. Ich sag mal fertig. Wir sind fertig. Wir sind fertig? Oh, Leute. Also, ich täte ja jetzt gerne sagen, kommt alle vorbei und esst es mit. Aber bevor da überhaupt jemand kommen ist, ist das eh schon alles aufgegessen. Kaum ausgesprochen, ging auch schon die Tür auf. Patricia, möchtest du da mitessen? Ja. Ja? Gut, dann zeige ich euch gar das gar jetzt nicht, was gibt. Oma, kann ich Zungenbuch? Wenn's Mama, deine Mama gemacht hat, ist es bestimmt lecker, gell? Zungenbuch. Gib mir gleich von beiden was drauf, dass ich probieren kann. Oma, ich will das Zungenbuch gucken. Jetzt tun wir was essen. Wir tun jetzt erst einmal essen. Oh ja, also ich auf, das ist jetzt eigentlich nicht deins, Michi. Das ist nicht mein. Ich hab keinen Finger. Naja. Jetzt schauen wir mal, bis ich meine Ladung krieg. Ja, und dann machen wir weiter. So, Freunde. Und so sieht das Ganze jetzt auf dem Teller aus. Ja, ich habe jetzt von beiden was drauf. Und jetzt probiere ich erst einmal das mit den Nudeln. Wo waren das jetzt hier? So. Schatz, die Nudeln sind einwandfrei geworden, also sie sind weich und ganz und gar nicht zu trocken geworden. Einwandfrei. Aber jetzt der Gnocchi-Auflauf. Gnocchi. 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 Ist mir wurscht, wie man das ausspricht. Magst du was essen? Ist sehr lecker. Obwohl jetzt beides mit der gleichen Hackfleischsoße ist, schmeckt es mit dem Gnocchi-Auflauf, mit den Gnocchis, irgendwie komplett anders. Ich weiß auch nicht warum. Aber es ist hervorragend lecker. Patricia, du bist auch schon am Mampfen. Sehr lecker. Ja, Schatzi? Schmeckt dir dein Essen selber? Dann ist recht. Ja, somit haben wir Fazit schon gesprochen. Ein kleines Küchenvideo heute wieder. Und ich hoffe doch, dass ich das nächste Mal wieder ein schönes Grillvideo rausbringe. Leute, wir sehen uns. Tschaikowski.